Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zum Widerstand bei Terminator Resistance. Und ja, wir müssen jetzt mit Commander Baron sprechen. Die kleine, nette. So, hat sich hier was getan? Auf der Karte irgendwie nichts. So, Sergeant Heinrich ist da. You wanted to see me. You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned. So I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing. But Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Zentrallagern? Central core? Skynet's main reactor. The source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak. So you understand we can't have any critical complications at this stage. Oh, ob wir Connor noch mal kennenlernen? Gibt es ein Problem mit dem Funkgerät? Is there a problem with the radio? The annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now we're going radio silent. Okay. That's why I need you to go there personally. Erzähl mir mal deine Geschichte. If you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. Ich genauso. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, and given a gun. Ach so. We don't really have a say in what we do, do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Hm? Why do you fight, Sergeant? Tja, weil es das Richtige ist. Weil wir keine Wahl haben. We don't have a choice. Exactly. We're just going through the motions. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. So, jetzt haben wir ja viel Auswahl. 3 Stück. Genau. Wenn man die Menschheit so sieht, lohnt es sich überhaupt, ja, zu kämpfen? Das lohnt sich immer. Das bedeutet nicht, dass wir aufgeben und den Kampf einstellen sollten. Also sollten wir wohl Maschinen dafür danken? Nein. Wir nehmen, das bedeutet nicht, dass wir aufgeben und den Kampf einstellen sollten. That doesn't mean we should give up and stop fighting. Das wird sie mögen. No, no, it doesn't. I'm just warning you. Don't hold your breath waiting for all this to be over. There will always be another war. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. Ich will tyrannisieren. Who wants to be a bully? Believe me, there will come a time when you'll become whatever you need to be to survive. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Oh, das gefiel ihr. Also sie ist komplett schon in der Scheiße aufgewachsen. Okay. Oh. Oh, warte mal, da war auch noch was zum Sammeln.
Ein Brief? Oh. John Connor. Commander Baron. Ich war sehr erfreut, den Missionsbericht über Pasadena zu lesen. Sie wissen vermutlich schon, dass es von entscheidender Bedeutung ist, alle Einheiten in ihrem Gebiet zu mobilisieren und alle Außenposten der Stufe 3 aufzugeben. Ich bin mir der Konsequenzen bewusst und übernehme die volle Verantwortung dafür. Was Private Rivers angeht, so glaube ich, dass er eine Anerkennung für seine Taten verdient. Vielleicht eine Beförderung. Ich überlasse Ihnen diese Entscheidung. Ich möchte, dass Sie ihn in der Nähe halten. Unterzeichnet John Connor. Bam, 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 bam. Geht sich weiter? Oh, hier hat jemand seinen Stoff vergessen. Das ist eine Stofffee. Schade. Aber ich sehe gerade, es gibt noch ein paar andere Gänge, ne? Also ein zumindest, der ist auch verbunden, kann sein, dass wir den noch genutzt haben. Aber ehrlich gesagt, für so ein paar Stoffe und Materialien brauche ich jetzt hier nicht irgendwo rumkriechen. Scheiße. Ich will doch nur raus. Fuck you. Was liest sie da überhaupt? Zettel. Notizen. Cool. So. Jetzt geht's hier wieder raus. Ne, wir müssen zu Dr. Eierkopf, ne? Hier waren wir schon drin. Dr. Eierkopf müsste... eigentlich hier irgendwo sein. Du bist ja schon vor Ort. Naja. Ach, das war ja Mark, der Rattensammler. Mark, der Rattensammler. So, ah, hier warten sie schon auf den E. Dann gehe ich erstmal alleine los. Vielleicht muss ich ihn ja vor Ort treffen. Das Gebiet verlassen. Okay. Ah, Stadtzentrum. Da die Vernichtungslinie nun unter Kontrolle ist, haben wir etwas Zeit, einen Gegenschlag vorzubereiten. In der Zwischenzeit hat mir Commander Baron befohlen, nach Alvin Eierkopf zu sehen, der in der Innenstadt unsere Verteidigungssysteme wartet. So. Oh, diese Knifte. Die Knifte will ich austesten, aber das ist ja unsere Standardknifte erstmal. We need a medic over here! I'm telling you, I saw something. Ihr braucht keinen Medizinmann, ihr braucht mich. Oh, Werkbank, cool. Oh, wartet mal. Können wir noch irgendwas basteln? Lass sie doch erstmal kämpfen. So. Ah. Schlaft euch mal schön aus, jetzt bin ich da. Schön ausschlafen. Dir kann man nicht mehr helfen. What's happening, Private? A couple of aerials flew in and dropped containers full of metals. They started shooting while our defense systems did nothing. What about the doctor? Where's Alvin? He's still out there. All right. Okay. There's one more thing. Before I got hit and dragged here, I saw something. I'm not sure, but I think it was one of our own soldiers that led Skynet's attack. Okay, ein Anführer? Oh, gut. Geh aus dem Weg, Soldat. Sergeant, we're outnumbered, and they keep bringing more wounded. We don't stand a chance. We have to evacuate. Is Alvin still there? He is, sir. Then we're not leaving. We have to bring him back and see what the hell is going on with those defenses, and brief Commander Baron on what's happening here. I'm moving out. You stay here with the wounded. You want me to break the radio silence? At this point, it doesn't matter, does it? Understood. Los, lass mich raus, lass mich raus. Go ahead, sir. Jetzt geht's ab. Oh, jetzt wird's geil.
Jetzt wird's geil. You two follow me. We have to reach those defense systems. Yes, sir. Go, 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 go. Spiders up ahead. Spiders off the head. Genau. Got it. Schau, lead the way. Wir sehen. Ah, ich will ins Gebäude, aber wir haben keine Zeit. Okay, jetzt haben wir wieder was Kurzes. This way! Good to see you, Sergeant. What's the status? We've got a defensive perimeter set up just down the road. Doesn't seem to be working. Oh, das ist auch gefährlich. Feind voraus, Feind voraus, Feind voraus. All right, we need to reach our guys. Let's clear the way. Die Waffe ist scheiße. Oh, die Waffe ist gut. Wir haben gerade einen Schuss. Das ist für die T-800er gut. Das ist gut, wenn auch andere Menschen hier rumstehen. Kann ich in Ruhe ballern. Keep moving! Move, move, move! Here they come! Schrott einsammeln, das bin ich. Gib alles her, was du hast, Terminator. Ich brauch euer Loot. Ich habe keine Zeit zu kämpfen, ich muss looten. Und nachladen. Oh, hier liegt was. Vielleicht sollten wir uns echt Zeit nehmen und mal hier umgucken. Oh. T-47, watch out! Flank it! Take out those smaller units! Jawollo! Falsche Waffe! Now! Shoot before it reboots! Wo ist mein Beton hin? Ich brauch meinen Beton. Scheiße. Versuch's erst gar nicht. Final! This way! It's just beyond that open. Boah! Greif von den guten Granaten, ey. Das krieg ich nie wieder. Scheiße. Das ist teuer gewesen. $1,000 oder so. Oder Credits, whatever. So, warte mal ganz kurz. Kann ich mal die... Ich will jetzt nicht mehr von denen welche verschwenden. Mal die normalen Rohrgranaten. Ah, Kisten. Shoot the tank! Cover! Whoa! Nein, falsche Waffe, die wollte ich nicht. Die Waffe ist gegen die normalen T-800 echt gut. Oh, wie kommt der denn da hin? Wo kommt der denn her? Oh, das war die falsche Taste. Ich muss erstmal hier looten. Ich kann nicht einfach hier irgendwie weiterlaufen. Nicht sterben, Jungs. Nicht sterben.
Boah, 10 Schuss. Jetzt stört mich so ein bisschen das Maschinengewehr, so ein bisschen, dieses M16. Wo sitzt ihr hin? Oh, oh, oh. Darf ich auch so einen? Wie viel die Gatling Gun? Oh, gibt's nicht, scheiße. Sergeant, we got this! Ja, genau aus dem Weg, du. Ich liebe diese Waffe. Get up that hill. Was für ein Hügel? Wo soll ich hin? Follow me! We need to rescue the dock before those tanks reach us! Oh shit! We're too late! They're already here! Fuck. Was für Tanks? Was ist das? Alter, geil! Die Dinger! Whoa! An die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Geil. Wie willst du die aufhalten? Keine Chance hast du da. This is it! Take care of those drones! Was hier? Oh ja, einsammeln. Die hat mich erfasst. Am Arsch hat mich ja was erfasst. Scharfschützengewehr. Fuck, daneben. Okay, hab mich getroffen, hat mich getroffen, trefft mich immer noch. It's clear. Wait here. I'll go get the doctor. Genau. Bleib hier. Ich guck nach. Erstmal Müll einsammeln. Wir haben Slots frei. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Plasmagewehr. Zack, zack, zack. Gib mir alles. Der Schrott. Kiste, 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 Kiste. Keine Kiste hier? Seid ihr geizig? Skynet ist geizig. Ach, da waren überall Explosivsachen. Das ist natürlich sehr gefährlich. Commander Eierkopf. Wo ist Eierkopf? Ach, da. Hey, Eierkopf. Oh my god, I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working, but their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did. Baron's messengers. We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Setz deine Schutzbrille auf. Dann bist du geschützt. Are you all right? We need to move. You don't have to tell me twice. Escort secured. Go! I don't like this! I don't like any of this! Oh. Ariel! Oh Gott! Wieso habe ich den verloren? Ich bin doch nur gelaufen! Hab ich doch nichts dafür, wenn er nicht laufen kann. Muss ich schnell hinter ihn her, oder was? Aber ich bin doch nicht so schnell. Hey, wie sind wir hierher gekommen? Okay, go! It's turning around! It's right behind us! Don't look back! Good idea! Whoa, whoa, whoa. Nach vorne gesprungen, oder? Gut, hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Wie, sind sie sicher oder verkackt jetzt? Was ist denn los? Ja, aber wir sind doch echt gerade nach vorne gesprungen, oder? Wir waren doch noch hinten bei dem Lager. Auf einmal waren wir auf dem Highway. Zuflucht des Widerstands.
All die Vorteile, die wir erarbeitet hatten, sind nun verloren. Das Stadtzentrum ist verschwunden und die Vernichtungslinie wird weiter vorrücken. Wir müssen vorbereitet sein. Was immer auch kommen mag. Ja, war geil. Blatt. Das Blatt wendet sich. You go talk to Commander Baron. I've had enough excitement for one day. Du hast deine Schutzbrille ja gar nicht aufgesetzt. Da kannst du einen Splitter ins Auge kriegen. Kannst du wieder mit euch reden? Na, was macht die Rattenjagd? Hey, glad to see you alive. Thanks for sticking your neck out for us. I wanted to tell you that, you know, just in case. Ja, freut mich. Und wie geht's dir so? Hey, are you all right? Ja, klar. We just got the news about the attack. They're getting closer, aren't they? Ah, ich werde die schon zerpimmeln. Lay still. Don't move. Ja, streichel die mal ein. Thanks for getting us out of there, Sergeant. Ach, nicht dafür. Na, Ryan? What's up? I know you're busy, but I found something. Something I think you'll like. A tape from back in the day. I want to play it for you, but my boombox is busted. So, if you're out there and find one that works, bring it to me, okay? Can't you ask Jennifer or one of the other scavengers for help? I already did, but they couldn't find anything. Just think about it, okay? Oh, wenn ich einen sehe, die sind ja leicht. Die kannst du ja einfach so in die Tasche packen. Kein Problem. Und ohne Stromversorgung brauchst du Batterien und kommen diese dicken, großen Teile rein. Davon brauchst du bestimmt 6-8 Stück, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Good sounds. Naja. So. Ich glaube, wenn wir davon was herstellen, Elektroteile, haben wir dafür nichts mehr. Ja. Ja, das war eine kurze Mission, aber die war cool. Also, das war mal was anderes. Das gibt schon mal einen Vorgeschmack auf den Endkampf. Der wird wahrscheinlich genauso sein. Und diese großen Kampfpanzer, wie die Dinger hießen, die werden bestimmt unsere Gegner sein am Ende. Müssen wir einen von denen fertig machen. Hab's so das Gefühl. Hä? Hab ich da viele... So. Sergeant Heinrich, ich sehe. Rivers. You want to explain to me what the hell happened? We lost downtown. I know that much. But how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you to reset the target settings for non-lethals. He said what? Ah, all right. This is what I want you to do. Find whoever is responsible for sending that order. All the messengers have GPS tracking, so we're keeping tabs on their location. Find them and bring them to me. Mm-hmm. Understood. And Rivers, despite what I might say about our resident egghead, I truly have a hard time believing that my men are incompetent. So expect the unexpected. And you know what I mean by that. Do you think the infiltrator's back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion. Now that you mention it... What? One of our soldiers said that it looked as if one of our guys led Skynet's attack. That only supports my case. As soon as you know what's going on, radio me. Hmm. You want me to break radio silence? They have a head start on us. At this point, we can't afford to lose any time. Okay. Kein Funkspruch. Wer ist Perry? Ist das dein Mann? Who's Perry? You mentioned him before. The best soldier I ever fought beside. He was the one who brought me into the Resistance. It's actually a funny story. Years ago, when I was just a kid, I saw a Skynet drone attacking some guy. Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it. The guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground. Only when I was done did I realize he was trying to stop me. You killed a drone with a rock? I was young and stupid. Thank God the drone wasn't really armed, otherwise I wouldn't be here to tell you the story. He was a Resistance scientist, and that drone was one of his projects.
So you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces. But he wasn't alone. There was this huge guy with a rifle on his shoulder, almost choking with laughter. It sure made his day. That huge guy? Was that Perry? Yes, it was. Commander Perry was in charge of this division before me. That scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh. Somehow, Perry and I connected. He taught me how to channel my anger and get it under control. He introduced me to Connor, and that's how I got to the 132nd. Ja. Was mit Perry passiert? Whatever happened to Perry? Skynet got hold of our position. We had to leave our shelter. There were a lot of casualties, and he was one of them. He died a soldier. I'd never thought I'd be reminiscing about the day I met them. This may come as a surprise to you, but it was the first medal I ever destroyed. Ja. Klingt, als wäre da jemand erst spät zur Kampagne der Sturz Skynet zugestoßen. Sounds like you were late in joining the Destroy Skynet campaign. Before that, it was people, not machines. But that's a different story. Mhm. So, Level 18. Ein Fertigkeitspunkt. Waffen machen mehr Schaden. Waffenverbesserungen sind 20% effektiver. Schnelleres Nachladen. 100% mehr Schaden mit Granaten und Sprengstoff zufügen. Feindliche entschärfte Laserfallen aufnehmen. Nee, nicht schneller lerner. Ecken wollte ich auch nicht herstellen vielleicht. Oder wir nehmen doch hier Sprengkraft. Wir sprengen sie alle weg. Da müssen wir auch weiter herstellen verbessern, damit wir viele Sachen zum Sprengen haben. Neue Mission. Jagdsaison. Dann gehen wir mal raus und gucken uns... Hey. Hi, du. Patrick, you're up? There are people who need help more than me. Anyway, I can't talk. I have to bring something important to Aaron. Ja. Dann. Viel Vergnügen. Immer noch gesperrt. Habe ich was zu verkaufen? Oh ja, haben wir. Do you need anything? Ach, red nicht. Can I see your hardware? Genau, gib mir deine Hardware. Jetzt kriegen wir auch noch andere Waffen. Was ist denn das Schickes? Plasma TC-16R. Eine klassische Waffe mit Plasmatechnologie der ersten Generation. Und was ist das? Einzelschuss-Raketenwerfer. Laser-Zielobjekt, Optik. Das ist was für die Größeren. Ja. Achso, wir haben Schrotmunition. Was soll ich denn damit? Wir haben Pistolmunition gefunden. Verkaufen. So. Das bringt doch schon mal 400. Verkaufen. Eigentlich finden wir bestimmt diese Waffen. Haben wir sie auch irgendwo übersehen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir die M16 verkaufen, weil die hat uns schon ganz schön genervt letztes Mal. Und wir haben ja eigentlich jetzt zwei unterschiedliche Lasermunition. Was schießt denn der für Laser? Rote Plasmazellen. Der hier. Lasergesteuerte Raketen. Rote Plasmazellen. Rote Plasmazellen. Wir haben eigentlich nur rote Plasmazellen.
Gewehr verschießen. Warum haben wir, baue ich hier schon lila? Oder violett? Ja, ich würde jetzt sagen, Mut zur Lücke. Wir verkaufen die M16. Kaufen die dazugehörige Munition. Kaufen uns den Raketenwerfer. Lasergesteuerte Raketen fliegen nach Lasermarkierung. Steuere die Flugbahn der Rakete, indem du deine IR-Optik ausrichtest, dein Ziel mit dem Fadenkreuz markierst. So, haben wir drin. Dann brauchen wir natürlich ein paar lustige Raketen. Oh ne, so viel brauchen wir jetzt nicht. Ja komm, nimm mal 8 Stück. Gut, gut. Ich glaube, den Rucksack sollten wir auch mal wieder demnächst aufwerten. Und kann es sein, dass wir mit den Raketen, dass die auch als die Raketen vielleicht unter Sprengstoff zählen? Ja. Raketen gehören mit dazu. Haben wir doch alles richtig gemacht. So, und verlassen. Ja, das Gebiet verlassen tue ich doch gerade. Lagerhausbezirk. Commander Baron möchte, dass ich das Botenteam finde, das den Befehl gab, der zu unserer Verteidigungssysteme sabotierte. Sie sind mit GPS-Sendern ausgerüstet und halten offenbar einen Aussichtspunkt in der Nähe des Lagerhausbezirks. Da waren wir doch schon. Tracking-Signal. Während dieser Mission werden die genauen Orte deiner Ziele nicht angezeigt. Es gibt jedoch 2 Signalanzeigen. Oben links im HUD. Ein steigender Prozentwert zeigt die Richtung. Okay. Auch cool. Okay, I'm seeing 2 GPS-Trackers. So, 1, 2, 3. What the hell are they doing here? Wir passen da rein, immer eine, ist ja doof. 4. Ich weiß noch nicht, ob die auch mal als Feinde sind oder ob die auch irgendwann mal. Also, zurzeit sind es ja wohl noch Deku. Kann aber sein, dass wir irgendwann auch vielleicht gegen die mal kämpfen. More plasma containers. Looks like Skynet's here for good. Ja, was machen die mit dem Plasma-Container? Lassen die einfach fallen oder? Oh, wir brauchen mehr Energie. Ich gehe mal zum Plasma-Container. Oh. Ja, mit der M16 hätte ich mehr Schuss gebraucht. Ja, hier waren wir ja schon mal. Kann ich was herstellen? Oh ja. Oh, wir können doch bestimmt auch den... Können wir nicht verbessern. Na, schade. Wir sind 5 Meter gegangen. Und gespeichert. Yes. Also ich finde es jetzt echt nicht gut, dass wir dasselbe Gebiet nochmal durchlaufen müssen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Was ist das denn? Flamethrower. If I could get close enough to take a picture. Ach, du mit deinem Foto immer. Scheiße. Sind aber erstmal mehrere, die mir gerade auf den Sack gehen. Lauf, 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 lauf. Jetzt noch.
nachladen. Fuck you. Ah! Scheiße, ich treffe nicht. Oh, hi. Scheiße, war das knapp. Alter. Ja, da habe ich ihn noch umgepustet. Ich habe auch vorher echt tausendmal daneben geschossen. Waren es nicht drei? Wo ist Nummer 3? Hm. Und wo ist der Flammenwerfer-Typ hier hin? Das ist nicht der Flammenwerfer-Typ. Habe ich den gerade erschossen? Oh nö. Ich habe ihn, glaube ich, erschossen. Warum ist da eine blaue Markierung? Nebenziel. Wie gemalt. Achso, es gibt mehrere Chancen, diesen Flammenwerfer-Heini zu erwischen. Drohnen oder was? Das ist er nicht. Das ist die falsche Waffe. Hä? Fuck you. Lebt er noch? Haben wir das auch geklärt? Scheiße, scheiße. Oh Gott. Da ist Flamer Boy. Flamer Boy. Ein hübsches Bild von dir. Warum eine sexy Pose? Bist du dahinter oder? Ja. Schrecklich. Wieso ist das schlecht? Not good enough, needs to be perfect. Oh, wir können Mülleimer öffnen. Cool. Ach, ich wollte den Mülleimer öffnen. Cool, Stoff. Wow. War das jetzt gut? Enough needs to be perfect. Das war, ah! Boah, es war noch nie so schwer, ein Foto zu machen, ey. Not good enough needs to be perfect. Ja, da muss ja mal näher rankommen. Oder auch nicht. Na, kommt schon. Hallo. Not good enough needs to be perfect. Das war perfekt. Got it. Okay. Okay, wollte ich durchschießen? Ich kann nicht durchschießen. Das Panzerglas. Hinter mir? Er lebt aber noch, oder? Ich
PIA-Schweinebacke. Na gut, sie haben das Level jetzt ein bisschen verändert, aber im Endeffekt ist es dasselbe Level. Halt recycelt. Weiß ich nicht. Nein, das war doof. Na gut, so hätte man jetzt noch eine Chance, alles nochmal zu öffnen, wie wir, wenn man es vorher nicht getan hat, aber wir waren ja immer recht ordentlich. Und warum kennen wir die Karte nicht? Ist ja auch noch beschissen. Finde ich so ein bisschen. Fähigkeitspunkt. Herstellen wollte ich noch verbessern. Prozent der Ressourcen. Okay. Hat mir nicht gerade hier so. Also wir können jetzt auch violettes Plasma erstellen. Bessere Midi-Packs. Ah, diese Messer. Die Granate hätte ich auch nochmal gern. Aber vielleicht später. Ja, vielleicht doch nochmal hacken und Härte. Bisschen. Als nächstes. Damit wir länger aushalten. So, damit wir es nicht nochmal machen müssen, speichern wir. Und damit die Folge nicht so lang wird, würde ich sagen, machen wir mal einen Break. Und ja, dann sehen wir uns wieder nächstes Mal, wenn die Jagdsaison weitergeht. Also reingehauen. Ciao.